Jetzt kommen wir zu zwei jungen Leuten, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie häufig bei YouTube unterwegs sind. Sie haben mittlerweile, glaube ich, über 1 Million Abonnenten und betreiben das, glaube ich, mittlerweile hauptberuflich. Hier sind die Space Frogs, meine Damen und Herren. So, sag mir das so, die Space Frogs, ihr seid Rick und Steven, so heißt er wirklich. Das ist richtig. Du spielst auch noch bei Revolverheld, ne? Nein, sollte ich? Ach nee, bist du das gar nicht? Revolverheld, kennst du nicht die Band? Ach, die Band. Der Sänger sieht ein bisschen so aus wie du, nur ohne Brille. Krieg ich das jetzt ins Gesicht oder was? Wir wollten nicht kommen, ohne was mitzubringen. Aber was ist das? Das ist ein Pizza-Burger-Bagel. Ein Pizza-Burger-Bagel? Ja, das ist eine eigene Kreation, also wer unsere Videos kennt, das hatten wir letztens gemacht und ja. Wir kochen ab und zu auch. Schmeckt es? Es schmeckt wirklich. Es ist sehr geil. Es ist sehr viel Fleisch mit sehr viel Käse und das bringt es auf den Punkt. Innen drin ist Fleisch, oder ja. was? Ja. Denn sonst wäre es kein Burger. Also innen drin ist das, was ein Burger und eine Pizza halt ausmacht. Und okay. Oben drauf. Das, kann man das mal anschneiden? Ich weiß nicht. Haben wir oder ist das nur eine Attrappe? Haben wir ein Messer da? Ja, Sekunde, ich habe eins hier. Oh, guck mal. Kann man das doch bestimmt mit durchschneiden. Ja. Geht. So, da kann man mal reingucken. Also innen ist eine ganze Menge Fleisch. Aus so, von glücklichen toten Kühen. Ja. Spielen wir vielen fest übrigens hier. So. Und es riecht sogar ganz gut. Ja, es schmeckt auch verdammt gut. Man will es aber nicht essen irgendwie. Muss doch. Es ist ein bisschen schwer. Ja, so, ist ein bisschen schwer. Also er gibt auch Kochtipps, ja? Genau. Ja, ich würde es nicht Kochtipps nennen. Es ist nicht, ein bisschen nicht ganz ernst gemeint. Ja, wie alt seid ihr? 22 beide. 22 beide. Das, da kann man jetzt von leben, von dem, was ihr macht auf YouTube? Ja. Tatsächlich. Ihr macht jeden Tag einen Clip oder zwei oder wie? Nö, also wir haben drei Kanäle quasi und wir posten auf einem oder uploaden auf einem immer zwei Videos die Woche und auf dem anderen eins die Woche, wenn wir es schaffen. Ja, genau. Zwei Videos die Woche? Ja, also insgesamt so 3 bis 4, wenn es gut läuft. Das hört sich aber nach sehr viel Arbeit an. Das ist verdammt viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, also ja. 3 bis 4 Videos die Woche, das ist so das, was ihr macht? Ja. Und was macht man dann mit dem Rest der Zeit? Das beansprucht schon fast alles und ansonsten... Ihr macht alles selber? Ihr seid sozusagen eure eigenen Kameraleute oder habt ihr noch ein Crew und ein Team dahinter? Genau, also wir schreiben alles selber, wir produzieren das selber, wir drehen das selber, wir machen das vor der Kamera, hinter der Kamera, alles selber. Im Wesentlichen Comedy, aber auch so Gaming-Zeug und sowas? Genau, das ist unser dritter Kanal. Das ist so ein Nebenprojekt. Genau. Ja. Okay. 1 Million Abonnenten, was heißt das? Ist das richtig viel oder ist das noch ausbaubar oder hat, weiß nicht, Waititi mehr? Waititi hat jetzt, glaube ich, 3 Millionen. Also ah, okay, also so sind die Maßen. Sind die erfolgreichsten da? Nee, das Gronkh. Ist Gronkh. Momentum ah, Gronkh und Sasa, die waren auch schon hier, genau. Die beiden. Mhm. Aber das ist ja mehr so ein Play-Kanal, das ist ja weniger so ein Comedy-Kanal. Ja, genau, oder? Wir machen mehr Unterhaltung. Ja, wir schauen uns mal was an, was ihr gemacht habt. Ihr habt mal hier den Wettkampf gemacht, Katze versus Hund. Bitteschön. Ja. Mit 3, 4 Dinger in der Woche. Von dem Style, also in der Länge. Mit dem von denen nur eins. Ah, okay. Aber nur eins. Also komplizierteren nur eins die Woche. Ja, ja, damit man auch ausschlafen kann. Und so. Genau. Wann steht ihr auf morgens? Kommt drauf an, also du bist ja eher der Langschläfer. Ich versuche. Du bist eher der Langschläfer. Du bist eher der Langschläfer. 12. Ja. Ich, okay. Bei mir ist es dann so 8, 9. Aber was sagen eure Eltern? Habt ihr was Anständiges gelernt? Weil ihr studiert ihr zumindest pro forma nebenbei oder... Wir studieren auf YouTube. Wir gucken uns YouTube-Tutorials an und... Oder geht ihr Kellnern oder... Nee, wir machen das. Wir haben eine Ausbildung gemacht, etwas sehr Sinnvolles, und zwar sind wir GTAs. Gestaltungstechnische Assistenten. Ah, okay. Ja. Okay, das bietet sich ja an, wenn ihr, da könnt ihr euren ganzen Krempel selber machen. Oder es, wir machen im Prinzip alles, genau. Design und den ganzen... Genau, es gehört alles dazu. Genau. Also wir haben Krempel. Auf jeden Fall eine Menge gelernt, ja. Ja, okay. Was kann man da verdienen? Womit? Mit einer Ausbildung? Nee, mit so einem YouTube-Kanal. Ich habe immer hier Gäste hier, die auch sehr erfolgreich sind, hin und wieder auf YouTube-Channels. Und keiner gibt mir eine Antwort. Das dürfen wir nicht sagen. Man kann auch keinen Ärger mit YouTube. Also es ist viel zu kompliziert. Einfach. Ja? 10 Cent bis... Ein paar Millionen. Was? Euro. Ja. Ja. Und wie ist bei euch? Irgendwo dazwischen. Ja, irgendwo.
Aber das muss doch, irgendwo muss das doch ganz klar definierbar sein, weil da kommt ja auch irgendwann das Finanzamt, den müsst ihr dann sagen oder ja, etwa die nicht. Wissen da mehr, ja. Müssen wir ja irgendwie so. Ja, okay. Also wir kriegen auf jeden Fall irgendwann eine Summe überwiesen, aber wir wissen immer nicht, was das für eine Summe sein wird, weil... Das ist schwankt. Ja. Das schwankt. Werbung das wird immer unterschiedlich eingekauft. Das wisst ihr auch gar nicht, das sagt euch YouTube dann irgendwann, sagt ihr euch, ihr habt 50 Euro verdient diese Woche und dann sagt ihr... Ja, wenn ihr das sagt, dann wird das wohl stimmen. Vielen Dank, YouTube. Macht ihr das so oder ja, genau. Kann man das irgendwie nachprüfen? Gibt es da irgendwas Nachprüfbares oder sind einfach die Klickzahlen dafür verantwortlich oder hängt davon ab, wer welche Werbung schaltet vor euren Spots? Oder? Das einmal und zum Beispiel auch, ob die überhaupt angeklickt wird, weil man kann sie auch überspringen zum Beispiel. Wenn die übersprungen wird, muss niemand zahlen und wir kriegen auch kein Geld. Okay. Wenn jemand schlechte Werbung schaltet und die niemand angucken will, dann sind wir auch im Arsch. Also wenn aber jetzt jemand nicht überspringt, was bleibt dann pro Werbeclip übrig, pro Klick? Das weiß man auch gar nicht als YouTuber. Nee, das sagt euch ja YouTube genau, nachher, wir, nach einem Monat. Wir glauben es einfach und freuen uns. Ja. Okay, das scheint ein ziemlich geschlossener Zirkel zu sein, da kommt man nicht rein. Es ist wie eine Mafia, dieses... Nee, gar nicht. YouTube ist eine offene Plattform, jeder kann mitmachen. Ja, das ist ja klar. Aber das ist, keiner verrät einem, was es da zu holen gibt. Entweder, weil ihr künstlich versucht, den Markt klein zu halten, damit die Konkurrenz nicht so groß wird. Je mehr YouTuber auf dem Kanal ihre Clips stellen, desto logischerweise weniger Klicks kriegt ihr. Ich sollte es aufhören zu fragen. Ah, okay. Gibt es da einen Chef, so einen YouTube-Chef, so einen Deutschland-Chef, also der sagt... hat einen Chef wahrscheinlich, aber der sagt uns nicht, was wir machen sollen. Dass der zu euch kommt und sagt, Steven und Rick, passt mal auf, ihr habt jetzt 1 Million Klicks. Es reicht. Ja, was sehe ich? Achso, wir sind schon wieder fertig. Oh. Mann, so schnell geht's. So, aber wenn man euch sehen will, dann kann man das machen bei YouTube. Wo kann man euch noch erreichen? Habt ihr eine eigene Homepage? Einfach youtube.com/spacerocks. Okay, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Ja, es ist sehr interessant, aber wir sind jetzt ins Plaudern gekommen, jetzt ist die Zeit vorbei. Nicht so schlimm. Also, die beiden unter Space Frogs oder Space Radio oder Space Gaming auf YouTube. Ja. Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Die Space Frogs, meine Damen und Herren.